Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Call P100, der mit der Zahl hinten dran. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir spielen The Last of Us auf der PS3, sind in Part Nummer 3. Ist das nicht ironisch? Nee, ist es nicht. Und sind hier, wundert euch nicht über den Lärm, hier ist so ein kleiner Mini-Fight Club. Wo denkst du, du gehst? Link, sit back down. Oh, sorry, Tess. Didn't realize you two were together. Go ahead. Siehste? Wolltest du uns aufhalten, ne? Du Sau. Da ist so ein kleiner Fight Club. Ja, wir sind wie in so einem kleinen, Ruhepol angekommen. Oh. Jetzt nicht gestimmt. Der hat ihn einfach totgeprügelt. In so einem Ruhepol angekommen. Wie so ein kleines Lager anscheinend. Who's that? Du hast richtig unsympathische alte Bekannte. Na gut. Aha, aha. Viel Platz. Hallo, kann man hier Zeug kaufen? Hallo? Kann ich dich ausrauben? Du siehst da so. Kann man Kerzen oder so bei dir kaufen? Flaschen? Mollet? Ach, du verkaufst. Naja, ist mir egal, was du verkaufst, um ehrlich zu sein. Jetzt Mädel, sag mal hier den Weg. Du stehst hier immer so doof in der Gegend rum. I'm looking for Robert. He come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. Ja, läuft alles über Essenskarten sozusagen. Damit die Leute vom Militär sich Essen holen können, wenn sie Hunger haben. Klar. Rise. Für die Fireflies. Fireflies. Alles Fireflies hier. Sind wir Fireflies? Look for the light. Na, ich sehe, ich hab's gefunden. Licht. War's, glaube ich, nicht. Na gut. Oh, hier, die, Holiday Suite. Hier raus. Oh, hier stehen so Blöcke rum. Here we go. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Holy! Take cover! Du machst ja alles kaputt für uns. Yeah. I'm gonna fucking kill you. I'll cover you. Get the angle on them. Motherfucker! Ich hol mir den Angle. Stay, du coverst mich. Wie soll ich denn weiterlaufen, wenn du mich nicht coverst? Over here! Holy crap! Ich trau mich nicht mehr. Grill! Holy shit! Lebt der noch? Wir müssen den Looten-Test. Holy crap, das war richtig geil gemacht, wie wir auf den zustürmen konnten und so. How the hell did he get all these guys? If Robert's good at one thing, it's writing blank checks. Shit, man. Let's go put an end to that. Okay, looten ist nicht. Alles klar. Oh my god. Not going through here. Was, hier geht's nicht durch? Hey, boost me up. Ja, okay. Wie immer natürlich. Wie immer. Komm. Achso, hi. Flüpp. Flutsch. Schlüpf. Lass mich hoch. Mach sie auf. Gib mir eine Hand. Wie sie uns einfach hochzieht, indem sie sich dreht und ihren Arm. Also, Kinder. Das macht kein Bodybuilder. Aber gut. Hallo? Is here open? No, nothing. Over here, Joel. Alles klar. Ich stehe noch Zeug rum. Du musst dich ein bisschen mehr umgucken, Frau. Du rennst immer so in Richtung Ziel. Du bist zwar zielstrebig, aber er hat seine Nachteile. Oh mein Gott, da sind schon wieder Deckungsmöglichkeiten. Ich glaube, hier geht's gleich auch wieder rund. Schwupps.
more of Robert's guys. How do you know they're coming? Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Jesus. We shouldn't have taken this job. Not our call. Let's spread out and make sure no one's creeping around in here. Move up. Move up. Komm schon, komm schon. Ich hol dich. Es tut mir so leid, aber du bist unser Feind. Aha, man kann sie für einen kurzen Moment bewegen, nachdem man sie gegriffen hat, um sie vielleicht erst in stille Ecken zu ziehen, sozusagen, ne? Ergreife einen arglosen, betäubten oder niedergeschlagenen Gegner und benutze ihn als menschliches Schild. Wenn du einen Gegner ergriffen hast, kannst du ihn für kurze Zeit mit L umherbewegen, bevor er sich befreien kann. Drücke immer von lautlos ausschalten, wenn du versteckt bist oder auf einen aggressiven Kill im offenen Kampf. Gut. Oh, da sind welche drin. Oh, da ist einer drin, oh mein Gott. Müssen wir den auch ausschalten? Oh. I meant to tell you, I was down on Jordan Street. All these soldiers showed up with a group of about 5 civs, all in handcuffs. Let me guess. Fireflies? Yep. I lined them up against the wall and bang, bang, bang. They just executed all of them. Holy shit. Okay, have it executed? It's like that all over the city. They're cracking down on them hard. Yeah. I got a cousin with them. Seriously? Yeah. Idiot thinks he's gonna save the world. Hope he's alright. Gut, also auch die, auch wenn die jetzt sozusagen die Bösen sind, auch die haben völlig menschliche Beweggründe und auch noch menschliche Züge übrig, sage ich jetzt einfach mal. Weil, okay, ist das? Let's just be cool, man. Sorry, man. Ah, die Frau hat den da hinten übernommen. Wieso hast du es wieder gemacht hier mit Bluten und so? Lau, Schlüssel. Ansehen, Select deuten. Jetzt machen wir den, gucken wir uns an. Guck dich das an, ist der nicht schön? Lau, Schlüssel. Kann man nicht drauf lesen. Alles klar. Hast du auch irgendwas liegen lassen? Nee, ja. Leg's bloß rum. Was hast du mit denen gemacht, Mann? Wieso nimmst du immer gleich ein Messer? Ich erwürg sie wenigstens. Obwohl ich jetzt nicht weiß, was besser ist. Obwohl so ein gekonnter Messerstich in irgendeine Region, wo man gleich tot ist, ist, glaube ich, besser, ne? Wir sind so... grausam. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Schön. Dann gehen wir mal weiter in die Richtung, die mir irgendwie erscheint, als ob wir dahin müssten. Hello? Somebody here? I'm Joel. I'm gonna avert you. Hey, it's all over the crazy southwest. Lines are locked up. Good. Do another once over and then head out. Getting close to curfew. What about Robert? Who's he rolling up with tonight? Die Teufelfreischalt. Verwende Ziegel und Flaschen, um ahnungslose Gegner abzulenken oder anzulocken. Oder wirst du direkt auf den Gegner, um sie zu betäuben. Betäubte Gegner können durch Drücken von Dreieck angegriffen werden. Sie sind gegenüber Nahkampfangriffen anfälliger. Wenn du ein Ziegel oder eine Flasche aufhebst, werden sie direkt in dein Inventar geschoben. Du kannst sie mit ausrüsten. Okay. Fuck if I know. We'll check in with the others and come up with something. Na, kommst du wieder rein hier? Kann ich auf dich schmeißen. Feierabend. So, wo ist dein Buddy? Hier draußen. Oh. Oh. Nein! Ja, natürlich! Oh. Alter! Schön, dass du dir so lange Zeit gelassen hast, junge Frau. Wer ist da vorne? Wie kann ich mich nochmal heilen? Ich habe kein Heilen, oder? Will ich nicht heilen? Ich kann mich doch irgendwie heilen. Boah, krass, Alter.
Okay, das mit, muss ich noch ein bisschen rausfinden, wie man hier am besten kämpft. Ich glaube, das geht sonst irgendwann richtig krass in die Binsen, wenn man es nicht drauf hat. Dann ist das was, wenn wir hier uns erstmal umgucken. Wir gucken uns hier erstmal um. Nicht, dass wir wieder irgendwelche Sachen liegen lassen, die... Okay, aber das mit der Flasche klappt auf jeden Fall mal gut. Dann kann man sie schön überrumpeln. Sonst ist hier nichts mehr. Junge Frau! Können Sie sich einfach irgendwo vorgespurtet? Das macht mir Angst. Okay. Dann würde ich sagen, ich will den Weg oben gehen, nicht den unten. Wie hat man sich nochmal geheilt? Ich hab doch irgendwie... Tutorials. Überlebensstrategie. Neue Überlebenstaktiken. Versteckspiel. Bewegung. Flucht. Geisel. Medikit. Da war's. Bla bla bla. Rüste mit dem Ausdrücke R1. Ich hab doch vorhin Medikit aufgehoben. Warum, Nein! Alles klar. Sorry, das wollte ich nicht. Werd nicht aufmerksam auf uns. Ich hab doch vorhin da ein Medikit aufgehoben, oder? Ich bin mir doch ganz sicher, da war doch so ein Plus. Naja, egal. Kann man nichts machen? Hallo? Hallo? Gegners? Gegners? Ja, das ist sozusagen der Instinkt-Modus. Sieh man. Ich find's auch so grandios, dass hier auf Musik verzichtet wird und das ganze Spiel für sich selber arbeiten. Ein Messer. Ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst, als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner ran, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Oha, okay. Gut zu wissen, wir haben jetzt also auch ein Messer. Ah, und die kann man in Mengen sammeln, haben quasi wie ein Quick Takedown sozusagen. Da, da ist jemand. Hier ist keiner. Hier ist niemand. Absolut niemand. Mach ich denn? Falscher Knopf. Auf zu rennen! Joel! Ist da noch einer? Tess? Ja! Oh. Okay, jetzt! Drück's um! Okay, er schießt ihn. Schön. Aber nicht durch mich durch, wenn's geht. Found this for you. Thank you. Holy crap, Mann! Danke, du findest also Medikits für uns. We should have brought more people. They just slow us down. Yeah, you're right. Meine Fresse. Das ist verdammt intensiv, diese Kämpfe hier. Let's do this. Gibt's hier noch was einzusammeln? Man erkennt aber auf jeden Fall die Handschrift von Naughty Dog. Die haben immer, man kam in den Bereich und wusste, hier geht's ab wegen den ganzen Deckungsmöglichkeiten. Das ist zwar Inventar alles, aber es sind auch Deckungsmöglichkeiten. Also wusste man in Uncharted zumindest immer, wann es irgendwo mal abgeht. Immer. So, wunderschön. There's our boy. That cocky son of a bitch. Let's go wrap this up. Müssen wir die alle umlegen? Kampf oder lautlos? Acht auf deine Vorräte, wenn du entscheidest, wie du von ihnen angehst. We lost our contacts in the north, lost our contacts in the south. I don't know if we left out there to sell us stuff. Medikit, yes! Okay.
Wir gehen das natürlich leise an. Ihr kennt mich von meinen anderen Spielen. Ich bin eher so der Stealther. Ich will nicht mal gleich... Oh mein Gott, was war das? Oh. Yay, ein Brett. Also ein Brett halt. Ein Brett. Ist ein Ziegel. Keiner sieht uns, keiner sieht uns. Geh schlafen, komm, geh schlafen. Okay, wir schaffen das. Keine Panik. Wo sind die anderen? Hallo? Komische Leute? Geht's mal Ivy, Dode? Sind wir uns hier? Okay, ich muss von einem anderen. Nee, das ist nicht sicher hier, liebe Leute. Das ist absolut nicht sicher. Und da draußen stehen ja auch noch welche. Ich glaube, ich brauche nicht in diese Lagerhalle wollen, wenn die nicht alle weg sind. Oder hat das. Ah! Nee, da hinten stehen. Das ist unsere da. Ah, die hat schon einen abgenommen. Deswegen steht bloß noch der da hinten da. Und der sieht uns nicht, weil wir in seinem toten Winkel sind. Aha! Yes! Oh, da ist einer. Oh mein Gott. Okay, da müssen wir mal warten, bis der weggeht. Mit dem wird das hier in keinen Kirschen essen. Wo gehst du hin? Du bleibst da? Du bleibst behind the Kisten stain? What the hell? Na komm schon. Also nehme ich. Alter, geht er wieder weg. Was ist da was? Ein Blatt. Eine Frachtliste. Okay, was steht da drauf mit der Frachtliste? Lesen. Die verdammten Soldaten haben uns unsere Schiffe entdeckt. Haben eins unserer Schiffe entdeckt. Ich dachte, das war es, aber dieser Robert kannte einen von denen. Er hat sie bestochen, damit sie uns in Ruhe lassen. Also ist er wohl doch für uns gut. Der Penner kann quatschen, hat uns ein Drittel der Ladung gekostet und ich glaube immer noch, dass sie uns reingelegt haben. Wer zum Teufel haben die uns bei dem Nebel gefunden? Wie zum Teufel? Ja, folgendes haben wir reingeschafft. 2 Kisten Klamotten, sogar neue Jeans. Kiste Klopapier, 2 Kisten gefrorenes Fleisch, kanadischer Bison und 1 Kiste Spirituosen. This guy's wheeling and dealing with everyone in town. Genau. So, Missy, du bleibst da drüben. Wir müssen jetzt warten, bis der andere Typ seinen Zyklus hat, sonst erwischt er uns gleich beim seinen Kumpel umlegen. Schauen wir mal, da geht jetzt hier. Ah, er geht weg. Sehr schön. Gott! Okay. Jetzt kommen wir nochmal zu nahe. Kleiner Pisse. Okay. Nicht zeigen. Holy crap, Mann! Wer ist denn noch alles? Peoples? Okay, ich glaube, wir verpissen uns mal hier. Dann gehen wir hier außen rum. Nicht, dass uns noch einer entdeckt. Das ist also der hier. Junge Frau! Aber ich glaube, ich meine gelesen zu haben, unsere Begleiter sind für die KI unsichtbar. Also es zählt tatsächlich nur was, was wir fürs... Was wir machen, ist zwar ein bisschen, aber ich glaube, man sollte sich da einfach nicht zu sehr drauf konzentrieren und dann kann man auch seinen Spaß haben in dem Laden hier. Frau, bist du eigentlich auch zu was nützlich, wenn der jetzt wieder hier vorgeht? Kannst du dann was machen? Danke sehr. Hey, you see that? Over there. Na? Du auch. So, jetzt müsst ihr doch alle langsam mal hier im Reich der Träume sein, ne? Wir erwürgen die nicht, wir schläfern die bloß ein. Nur, dass ihr es wisst. Gedrückt halten, um zu tauschen, bitte was? Ah, wir haben ja noch unseren Knüppel hier, genau. Mit dem können wir auch noch zuschlagen, solange uns das beliebt. Ah, da hinten ist noch einer, schön.
Sind hier auch noch ein paar Slash-Eggs? Hallo! B. Lötmanns Gehirn. Oh, schon wieder was. Lesen wir noch. Lesen. Was wollen wir denn mit dem Kerl? Mir passt nicht, wie er uns herumkommandiert. Sein bescheuerter Pferdeschwanz passt mir nicht. Und dass er uns noch nicht bezahlt hat, schon gar nicht. Die Leute, die hinter mir sind, sind mit die gefährlichsten in der Stadt. Was machen die wohl, wenn die spitz kriegen, dass wir da mit drin hängen? Okay, von wem ist hier die Rede? Leave it to Robert to piss everyone off. Yes, Robert pissed everyone off. Aber gut, was soll man machen? Liebe Freunde, bitte oder Zeitverschwendung. Ich würde mal glatt mal sagen, der da hinten ist wohl einer mit der letzten. Wir verschieben das auf den nächsten Part. Wir spielen The Last of Us auf der PS3, das letzte große AAA-Spiel dieser Konsolengenerations-Ära, der PS3 zumindest. Und ich bin CoreLPN100, der mit der Zeit dran. Dieses Spiel macht wahnsinnigen Spaß. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unterhaltsam es ist, wie man im... Oh Gott. Ich kann gar nicht drüber reden. Ich hoffe, es macht euch auch beim Zusehen Spaß. Lasst es mich doch wissen. Lasst uns ein bisschen über Spiel diskutieren. Ich glaube, wir werden da auch noch viel Diskussionsstoff kriegen. Und schaltet wieder ein, wenn wir weiterspielen. The Last of Us. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis dann.